Hallo Leute und herzlich willkommen zum Vlog Nummer 27. Ja, ich musste gerade kurz innehalten, deswegen dieses, da ich diese Aufnahme nicht zum ersten Mal mache. Nein, ich habe da so viel Spaß dran. Ich mache die gleiche Aufnahme sogar zweimal für euch. Yay, ist das nicht toll? Also, erstmal hallo und herzlich willkommen zurück. Ich bin jetzt 3 Monate nicht mehr aktiv gewesen, was meine Vlogs angeht. Ja, es gibt ein paar Infos für euch. Punkt 1, und das ist auch das Wichtigste. Es gibt einen bestimmten Grund, den ich euch gegebenenfalls bei Zeiten nennen werde, warum ich jetzt für ein paar Monate nicht mehr da sein werde. Ab dem 7. oder 8. Januar werde ich nicht mehr hier sein, wie auch immer. Ich habe über ein paar Monate, wie lang genau weiß ich noch nicht, nicht die Möglichkeit, für euch Videos zu machen. Zumindest vorerst. Ich gehe davon aus, meine Nase juckt. Das heißt, es gibt Geld. Stimmt sogar. Monat ist bald zu Ende. Kennt ihr das? Dieses einfach... Ihr redet gerade und seid voll drin und dann... Zurück zum Thema. Ich weiß noch nicht, ob ich innerhalb dieser paar Monate, die ich dann weg sein werde, Videos machen kann. Ich weiß nicht, wie lange diese Zeit ist. Und ich weiß so vieles noch nicht. Und ich werde mich einfach mal bei euch melden, sobald ich wieder was weiß. Das wird dann wahrscheinlich über so ein Bulletin passieren. Also einfach, dass ihr dann kein Video seht von mir in euren Neuigkeiten, wenn ihr mich abonniert habt, sondern so eine kleine Statusmeldung. Das geht allerdings nur, wenn ihr dieses nur Videos anzeigen nicht angeklickt habt. Dann werden da auch diese Bulletins angezeigt. Und des Weiteren ist es so, dass ich morgen Besuch bekomme. Der Gil kommt vorbei. Und das wird mega cool. Gil war ja schon hier zur Animagic im Mai. Jetzt ist er schon wieder da und ich freue mich riesig, dass er da ist. Das ist voll cool. Ich gehe schon gerade in der Skype-Konferenz, gehe ich voll ab mit ihm zusammen. Und Roxy ist auch mit dabei und ich sag euch was. Ihr werdet davon Videos bekommen, ihr werdet Aufnahmen bekommen. Es ist nicht die beste Kameraqualität, aber es ist egal, ihr könnt uns sehen und soll euch reichen. Und leider werdet ihr auch nicht immer dieses Mikrofon als Aufnahmequelle für die Tonspur haben. Da ich das Ding unmöglich mit mir rumschleppen kann. Das kann ich vor allem nicht ans Handy anschließen oder so. Das wäre das Nächste, genau. Gil wird nämlich für 5 Tage bei mir sein und wir werden Silvester zusammen verbringen. Zusammen mit Roxy und noch mit vielen, vielen anderen. Mit Clara und noch mit vielen Leuten und boah, ich freue mich voll. Ich bin richtig happy. Ich bin... Habe ich euch schon gesagt, dass ich happy bin? Also ich bin echt happy gerade. Ich freue mich richtig darauf. Ich bin gerade total müde. Ihr seht dieses... wunderschöne, totally tidied up room. Nicht. Ich darf mich nämlich gleich, und wir haben gerade 8:45 noch daran machen, mein Zimmer etwas herzurichten. Der liebe Gil, der wird halt auch hier schlafen und wir können uns natürlich auch zusammen in einem Bett kuscheln und weißt du Bescheid, ne? Nein, bitte euch, Leute, nein. Ich bin für Späße zu haben, aber rein Heto. Scheiß Angewohnheit von mir, das immer wieder reinwerfen zu müssen, wenn ich solche Jokes mache. Nix gegen Homo. Homos sind cool. Das muss gerade raus, ehrlich. Also, und Homos ist auch eine blöde Bezeichnung. Aber who cares, ich will ja keinen damit beleidigen oder so. Wieder diese scheiß Angewohnheit, mich rechtfertigen zu müssen. Ich will's nicht. Wisst ihr, was ich gerade merke? Ich bin wahnsinnig gepflegt. Ich bin so schön rasiert, seht ihr das? Kein bisschen Bart. Überhaupt nicht. So, meine Haare. Ich freue mich mal wieder ein Video machen zu können für euch. Ich habe das vermisst. Es gab Gründe, warum ich es nicht gemacht habe. Es gab Gründe, warum ich mich selbst nicht gezeigt habe. Aber who cares? Ganz ehrlich. Ich bin jetzt wieder für euch da und das ist es, was zählt. Ich hau nämlich gerne mal so auf den Tisch, wenn ich zwischendurch mal Bock habe. Einfach so dieses... Ne? Naja, wie dem auch sei. Was gibt es noch für Neuigkeiten? Ich merke gerade, wir nehmen schon seit 6 Minuten auf. Ich habe Bock, wieder eine zu rauchen, aber ich mache mir keine an, wenn ich ein Video für euch mache. Ja. Gott, ey. Dieser Moment, wenn einem einfach nicht mal einfällt, was man weiter erzählen soll. Ich muss mir echt mal anfangen. Grammar Master. Master of Grammar. Habt ihr schon gewusst, dass der Penis das männliche Geschlechtsorgan ist? Ich sag's euch. Googelt, wenn ihr mir nicht glaubt. Ja, so ist das. Oh ja. Kennt ihr das, wenn ihr ein Video macht und ihr habt so zwischendurch das Gefühl, ich laber viel mehr Nonsens als eigentlich notwendig? Dann macht ihr euch währenddessen schon Gedanken, wie man das schneiden kann. Jedenfalls, wo war ich stehen geblieben? Mann. Wisst ihr eigentlich, wie unglaublich warm dieser Pulli ist? Der ist so warm.
Perfekt. Ich suche Anhaltspunkte. Habt ihr sie gesehen? Gott, war das schlecht. Was auch noch auf euch zukommt, das ist Folgendes. Und zwar möchte ich gerne, dass ihr, auch wenn ich noch nicht so viele von euch habe, euch Abonnenten, einige von euch sind mittlerweile richtig gute Bekannte geworden, sogar Freunde darunter. Also ich differenziere da sehr. Ich möchte euch erstmal danken. Danke dafür, dass ihr noch bei mir seid, dass ihr so viele geworden seid. Also was heißt, also ihr seid schon viele, auch wenn es Leute gibt mit 3,5 Millionen Abonnenten. Ihr seid was ganz Besonderes. Ihr schaut meine Videos, ihr kommentiert meine Videos hin und wieder und das ist, ich finde das einfach Wahnsinn, ehrlich. Also danke dafür und ihr werdet in Zukunft, wenn diese Monate halt vorbei sind, wieder was mehr von mir sehen und ich habe einiges in Planung, wirklich sehr viel. Aber dazu kommen wir, wenn es soweit ist. Und darauf werdet ihr euch freuen, denn ich freue mich da genauso drauf, wenn nicht sogar noch mehr. Haha. Des Weiteren sieht es so aus, dass ich keine Ahnung habe, was ich mit meinen Händen machen soll und ich als Zeit schon voll am Abspacken bin. Ja, das passiert, wenn ich meine 5 Sekunden habe oder 10. Ich habe jetzt nicht geschaut, wie viele das waren. Meine Bitte an euch. Ich werde zwar erst ab nach der Zeit, wo ich weg bin, die Möglichkeit haben, da richtig intensiv drauf zu antworten, aber bitte, bitte postet mir irgendwelche Fragen in die Kommentare. Irgendwas, was ihr schon mal wissen wolltet von mir. Irgendwas, und wenn es nur Nonsens ist, wenn es einfach irgendwas ist, wo ihr denkt, wenn ich den das frage, dann hat er bestimmt ein bisschen was zu grübeln, bis er eine Antwort darauf hat. Macht es mir schwer. Gebt mir ein Hirn hinten. Gebt mir ein Hindernis. Da hängt so ein richtig geiler Arsch an der Wand. Unglaublich, wie oft ich da hingucke. Vor allem will ich eigentlich nur nachdenken und schaue gewohnt in diese Richtung Position einfand. Das habe ich auch gemacht, bevor das Bild da hing. Aber jetzt, wo das Bild da hängt. Alter, zurück zum Thema. Erneut. Leute, ich kann mich echt nicht konzentrieren. Das fällt mir so schwer. So schwer. Naja. Gott, Leute, ihr wisst nicht, wie lange ich gerade brauche, um diese Aufnahme zu machen. Ihr wisst es echt nicht. Einfach, weil ich zwischendurch überlegen muss, wo war ich gerade und was habe ich jetzt gemacht. Und Gott, ich glaube, das werde ich auch rausschneiden. Soll ich das rausschneiden? Ich sitze in diesem Zimmer und mir ist langweilig. Drum nehme ich die Gitarre. Schlafe, liegt sie mit mir im Bett. Ja, die Nächte sind wirklich immer nett. Ich weiß nicht, wie ich weiter singen soll. Das war's mit Improvisation. Ich hoffe, ihr findet's toll. Also, zum Thema zurück. Hier mit den Fragen in die Kommentare posten, das wäre mega cool. Ich würde mich da riesig drüber freuen, wenn ihr das machen würdet, weil ich voll Bock habe, mal so was Neues zu machen. So was heißt neu? Es gibt es oft auf YouTube, ja. Aber ich meine, mit euch was Neues. Und schreibt mir doch mal, was ihr sehen wollt, was ich in den Vlogs mache. Und schreibt mir, was euch interessieren würde. Schreibt mir... Meine Güte, schreibt mir alles Mögliche. Ich will Input haben, ich will eine Materie haben, ich will wissen, was ihr für eine Materie haben wollt von mir. Füttert mich mit Informationen. Tut es einfach. Des Weiteren werde ich versuchen, in den kommenden Tagen immer wieder Videos zwischendurch hochzuladen. Es kann sein, dass sich das ein bisschen was verzieht, da ich halt Besuch habe. Gil ist hier und wir werden viel, viel unternehmen in den kommenden Tagen. Und wir haben eigentlich viel zu wenig Zeit, um all das zu tun, was uns in den Kopf kommen wird, was wir jetzt schon geplant haben. Und meine Güte, das wird awesome. Das wird mega awesome. Auf jeden Fall danke ich euch vielmals fürs Zuschauen. Und ich muss es einfach nochmal sagen, der Penis ist das männliche Geschlechtsorgan. Haltet die Ohren steif und natürlich auch andere Körperteile. Bis aufs Weitere wünsche ich euch einen mega guten Rutsch. Legt euch nicht zu derbst auf die Fresse. Es kann ja auch wehtun, wäre ja auch blöd. Wobei es ein bisschen wehtun darf, es muss ja auch Spaß machen. Natürlich war das nur auf das Hinfallen bezogen. Habe ich das gerade wirklich gesagt? Also, dann danke fürs Zuschauen, guten Rutsch und bis nächstes Jahr oder so. Mal gucken, wann ich das nächste Video hochlade. Aua! Ich tu mir weh beim Schulen.